Seine Zähne sind verdammt spitz, wie ich gerade am eigenen Leib erfahren habe. In seinem Maul seht ihr ganz hinten einen Hautlappen. Er ist eine Art Ventil, das die Luftröhre verschließt, wenn die Krokodile tauchen. Haben sie zum Beispiel ein Beutetier geschnappt, können sie es mit ihren Zähnen auf den Grund ziehen, ohne dass Wasser in ihre Lungen dringt. Ich wüsste schon, was ich machen würde, wenn mich ein Krokodil packt. Ich würde meine Hand einfach in sein Maul stecken und das Ventil öffnen. Dann lässt es mich bestimmt sofort los. Theoretisch zumindest. Hört ihr, wie er schreit, während er vergeblich versucht, sich aus meinem Griff zu befreien? Krokodile geben solche Laute zum ersten Mal von sich, wenn sie schlüpfen. Sie machen dieses quasi schon im Ei. Ist das nicht fantastisch? Mit zunehmendem Alter ändern sich natürlich die Laute. Während für junge Tiere noch dieses helle Quäken typisch ist, hören sie sich nach dem Stimmbruch so an. Mein Brüllen hat die Flusspferde aufgeschreckt. Ja, ich weiß, mein Kleiner. Du machst dich nur lautstark bemerkbar, weil du große Angst hast. Instinktiv ruft er. Er hofft, dass Mama oder Papa ganz schnell herbeieilen und mich töten. Was? Ich soll dich wieder freilassen, damit du noch ein paar Fische fangen kannst? Okay, Süßer, ab mit dir ins Wasser, bevor ein Flusspferd vorbeikommt und sich mit mir anlegt. Der Trick ist, dass man ganz schnell loslässt. Ja, mein erstes Nilkrokodil. Das war echt super. Am nächsten Morgen bricht Steve in aller Frühe auf. Bevor es heiß wird, möchte er auf dem Luangwa ein gutes Stück vorankommen. Unterwegs sieht mein Mann eine Vielzahl von Tieren. Sie kommen jetzt alle zum Fluss, um zu trinken, denn die meisten Wasserlöcher sind ausgetrocknet. Einige Kilometer flussabwärts wird das Wasser immer flacher. Schließlich muss Steve aussteigen und das Kanu ziehen. Plötzlich tauchen mehrere Elefanten auf. Steve geht an Land, um die Tiere vom Ufer aus zu beobachten. Es ist eine typische Familiengruppe. Sie besteht vorwiegend aus weiblichen Tieren und ihren Jungen. Geführt wird eine solche Sippe von einem älteren, erfahrenen Weibchen, der Leitkuh oder Matriarchin. Seht ihr, wie sie ihre Rüssel hochhalten? So erkennen sie mit ihren feinen Nasen besser, ob irgendwo Gefahr lauert. Zum Glück stehe ich gegen den Wind und sie können mich nicht wittern. Das große Mädel da ganz hinten ist die Matriarchin. Sie hat ein zweijähriges Kalb. Die Gruppe ist das ganze Jahr über unterwegs und die Matriarchin führt sie zu den besten Futterplätzen. Die Kühe sind alle miteinander verwandt. Sie sind Mütter, Töchter, Schwestern oder Tanten. Ihre Kinder sind unterschiedlich groß. Die Jüngsten sind knapp ein Jahr alt, die Ältesten schon fast erwachsen. Nach der Geschlechtsreife bleiben die Bullen oft noch eine Zeit lang bei ihrer Sippe. Doch irgendwann verlassen sie die Familiengruppe und suchen nur noch während der Paarungszeit die Nähe von Elefantenweibchen. Plötzlich stößt die Leitkuh einen Warnlaut aus und die Gruppe verlässt rasch den Fluss. Nur diese beiden jungen Bullen bleiben im Wasser und spielen weiter. Sie haben nichts zu befürchten. Erwachsene Elefanten sind so kräftig, dass selbst größere Raubtiere es nicht wagen, sie anzugreifen.
Nur den Elefantenkälbern droht Gefahr. Sie können sich noch nicht gegen Feinde wehren. Um sie zu schützen, hat sich die Gruppe vom Ufer zurückgezogen. Denn während der Trockenzeit tummeln sich hier viele Raubkatzen. Die Matriarchin läuft vorne weg. Den Schluss bildet die Kuh, die in der Hierarchie den zweithöchsten Rang einnimmt. Sie hat gerade kein Junges und sichert die Kolonne hinten ab. Elefanten besitzen sehr feine Sinne. Die Leitkuh hat die Löwen bemerkt, lange bevor sie in ihre Nähe kamen. Klasse, nicht wahr? Einfach wundervoll. Überglücklich kehre ich zu meinem Boot zurück. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, diesen grauen Riesen in freier Wildbahn zu begegnen. Ein Stück flussabwärts mache ich mich auf die Suche nach einem Krokodilgelege. Vorsichtig fahre ich an den Flusspferden vorbei, die mich argwöhnisch beobachten. Als ich auf das Ufer zusteuere, gleitet ein Krokodilweibchen langsam mit dem Schwanz zuerst ins Wasser. Große Angst scheint es nicht vor mir zu haben. Sonst hätte es sich gedreht und wäre blitzschnell mit dem Kopf voraus im Fluss verschwunden. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Die Spuren am Ufer deuten jedenfalls darauf hin, dass sich mehrere Weibchen diese Stelle zur Eiablage ausgesucht haben. Der sandige Untergrund eignet sich hervorragend zum Bau von Nistgruben. Schaut euch das an. Das sind recht große Panzerechsen gewesen. Ich schätze, sie waren 2,5, einige sogar 3 Meter lang. Nach dem, was ich hier sehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich in diesem Uferbereich Nistplätze befinden. Anhand der Abdrücke kann man genau erkennen, wo die Weibchen aus dem Wasser gestiegen sind und wo sie gelegen haben, um ihre Eier zu bewachen. Diese Flusspferde machen mich echt nervös. Man kann sich nicht konzentrieren. Ruhe da hinten. Seht mal dort. Ein Weibchen. Ich pirsch mich von hinten an. Es liegt direkt auf seinem Nest und sonnt sich. Das Tier hat sein Maul weit aufgesperrt und zeigt seine spitzen Zähne. Als ich die Uferkante erreiche, wird mir klar, dass diese Körperhaltung eine Drohgebärde ist. Die Krokodildame demonstriert damit offensichtlich ihre Kampfbereitschaft. Unter allen Umständen will sie ihr Nest verteidigen. Doch gegen wen? Auf einmal gleitet sie in den Fluss. Irgendetwas im Wasser scheint der Grund dafür zu sein. Als ich die Böschung hinunterklettere, entdecke ich, was sie so aggressiv gemacht hat. Ein Nilwaran. Er frisst mit Vorliebe die Eier der Panzerechsen. Sofort versuche ich, ihn zu fangen. Doch unten stoße ich auf etwas viel Interessanteres. Schaut euch das an. Dort steigen Blasen auf. Wenn ich Glück habe, packen die Krokodile zuerst den Stock, bevor sie auf mich losgehen. Dann weiß ich rechtzeitig, dass ich eine halbe Sekunde später gebissen werde. Unglaublich! Mal sehen, ob ich an ihn herankomme. Ich habe ihn. Na komm, Süßer.
Da ist er. Hey, du kleiner Racker, du bist ganz schön kräftig. Jetzt aber nichts wie raus aus dem Wasser. Ruhig, still. Lass den Ast los. Na, ist das nicht ein hübscher Bursche? Er ist kerngesund und wohlgenährt. Das erkennt ihr an seinem dicken Schwanz. Junge Nilkrokodile graben sich an Flussufern Höhlen, kühle, feuchte Schlupfwinkel, in denen sie sich vor Feinden verstecken. Trotz dieser Höhlen werden die meisten von ihnen gefressen. Nur 2 bis 5% der Tiere erreichen die Geschlechtsreife. Aber vielleicht schafft es ja unser Freund hier. Denn er ist fit wie ein Turnschuh, wie sein kräftiges Ey, Ey beweist. Wirklich ein kleiner Prachtkerl. Nicht beißen. Das Quäken kleiner Krokodile ist in einem Umkreis von 100 Metern zu hören. Wenn ihre Mama in der Nähe ist, könnte es gefährlich werden. Vernimmt sie den Hilferuf ihrer oder sogar fremder Jungen, eilt sie sofort herbei, um sie zu beschützen. In der Nähe des Ufers finde ich den Schädel eines Flusspferdes. Das ist der Unterkiefer. Dieser kleine Eckzahn gehört zum Oberkiefer. Richtig stattlich sind nur die unteren Schneidezähne und die riesigen Eckzähne, die normalerweise hier im Unterkieferknochen sitzen. Sie müssen irgendwo im Sand herumliegen. Ich habe keine Ahnung, woran der Knabe gestorben ist, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie groß er war. Der maximale Öffnungswinkel der Kiefer beträgt übrigens mehr als 150 Grad. Kaum ein anderes Tier kann sein Maul so weit aufreißen.